Guten Tag, liebe Diebesfreunde da draußen. Vor einiger Zeit habe ich ja eine kleine Technikserie gemacht zu den Thief Games, zu den Meisterdiebspielen, wie man sie aufhübschen kann und wie man sie eindeutschen kann. Und aus aktuellen Anlass habe ich beschlossen, noch ein weiteres Video zu machen, denn mich haben über die Zeit bis heute ganz aktuell Kommentare erreicht, die immer wieder über Komplikationen mit dem ersten Teil der Serie gemacht haben, speziell der Gold-Version, also Thief Gold, was ja eh die Grundversion ist, wenn man sich jetzt den ersten Teil holt. Und ich habe beschlossen, dem nochmal nachzugehen und habe festgestellt, das ist ja tatsächlich ein ganzes Stück anders als bei Thief 2. Und daher habe ich beschlossen, jetzt nochmal ein Video zu machen, um mit allen Fragen aufzuräumen und der ganzen Sache ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Ganz wichtig, die Sprachdateien, die deutschen, die braucht ihr natürlich wieder. Die habe ich euch ja schon mal in meinem letzten Video gezeigt, wo ihr die findet. Ihr seht das hier nochmal ganz klein auf dieser Seite, Schotebiss. Wer nicht mehr genau weiß, wo das war, der guckt nochmal in mein anderes Video rein. Ich hau den Link nochmal in die Beschreibung. Da habe ich es ja ganz genau erklärt, wo ihr die Sprachdateien herkriegt. Das ist das Erste, was ihr braucht natürlich. Ohne deutsche Sprachdateien kann man nicht eindeutschen. Wir machen das jetzt aber gleich in einem Schritt mit grafischen Verschönerungen für den ersten Teil. Und da braucht ihr den T-Fix. Bei Thief 2 habe ich es ja noch so gemacht, dass ich die einzelnen grafischen Verschönerungen mit den einzelnen Dateien gemacht habe, weil für den zweiten Teil gibt es ja den sogenannten Tougher-Patcher, der funktioniert bei mir nicht so gut. Das ist so ein Ding, so ein Programm, der haut gleich alle Verschönerungen auf einmal rauf. Sehr einfach mit einer Installationsdatei, aber das klappt aber bei mir nicht so gut. Das haut nicht hin, das Spiel läuft dann irgendwie nicht. Hier habe ich es jetzt so getestet, dass es bei dem ersten Teil mit diesem T-Fix funktioniert. Und daher holt ihr euch hier diesen T-Fix. Den Link habe ich auch nochmal in die Beschreibung, ansonsten seht ihr ihn auch gerade im Video, wenn ihr auf Vollbild schaltet. Hier T-Fix, ladet ihr euch runter. Der nächste Schritt ist, ihr macht eine schön saubere Installation von Thief Gold. Schön saubere Installation von der DVD oder von Steam oder wo auch immer ihr das her habt. Und dann müsst ihr wissen, wo das Spiel installiert ist und euch das merken. So, als nächstes habt ihr euch ja inzwischen hoffentlich schon die deutschen Sprachdateien runtergeladen. Das ist bei mir hier schon vorbereitet. Ich habe doch mal was vorbereitet. Und das ist in diesem Fall Thief Gold Deutsch Patch. So, diese schöne Datei hier ist die wichtige, den Rest können wir erstmal vollkommen ignorieren. Denn es ist wichtig, das Spiel einzudeutschen, bevor wir es mit T-Fix aufhübschen. Weil das Aufhübschen, das ändert wieder Texturen und würde eventuell aus den deutschen Dateien wieder englische machen oder irgendwelche Konflikte verursachen. Und deshalb werden wir das Spiel jetzt erstmal auf Deutsch patchen. Das ist jetzt der Vorgehensweise vom zweiten Teil ziemlich ähnlich. Ihr müsst euch einen leeren Ordner machen, irgendwo auf eurem Rechner. Einen leeren Ordner, in dem nichts drin ist. Ich habe hier einen Ordner für mich gemacht, der heißt Thief G Deutsch. Den könnt ihr aber auch ABC nennen, der leer ist. Der ist jetzt bei mir schon was drin, aber der sollte leer sein. Also einfach ein neuer Ordner. Bla bla bla. So. Jetzt öffnet ihr diesen Deutsch-Patch. Da kommt ein schönes Bild. Dann sagt er, ob ihr mit der Lizenzvereinbarung einverstanden seid. Und jetzt zeigt ihr diesem Patch, wo ihr diesen leeren Ordner hingespeichert habt. Das ist bei mir auf G. Wo ist denn der? Hier. Blabla. Das ist der leere Ordner, den ich eben erstellt habe. Da patche ich jetzt die deutschen Dateien rein. Also da lasse ich jetzt den Deutsch-Patch seine Dateien reinschieben. Das geht ganz schnell. Und ist auch schon fertig. Jetzt habt ihr bei Blabla, in meinem Fall zum Beispiel, diese Dateien hier drin. Das sind die deutschen Dateien. Und mit denen werden wir jetzt das Spiel auf Deutsch patchen. Dazu müsst ihr, wie gesagt, wissen, wo euer Spiel gespeichert ist. Das ist bei mir hier. Hat noch einen extra Unterordner. Darauf müsst ihr achten. Und jetzt fangen wir zum Beispiel mit den Cutscenes an. Hier sind die ganzen englischen Cutscenes drin. Die löscht ihr raus. Und geht zum Deutsch-Patch. Hier ist der Movies-Ordner. Da sind jetzt die deutschen Cutscenes drin. Die wählt ihr alle aus und kopiert sie. Und haut sie einfach da rein, wo ihr gerade die englischen Cutscenes rausgelöscht habt. Und weiter geht's. Ist im Grunde sehr, sehr ähnlich wie beim zweiten Teil in einem anderen Video, was ich gemacht habe. So, ihr habt durch den Deutsch-Patch nicht nur die Movies bekommen, nicht nur die Cutscenes, sondern auch den Teil hier. Die Echse hier, die könnt ihr ignorieren, die brauchen wir nicht. Aber diese Dateien hier müssen wir noch da reinschieben, wo ihr das Spiel installiert habt. Wir können die aber nicht einfach kopieren, denn ich habe gehört, das kann Probleme verursachen. Vielleicht hat es auch bei dem einen oder anderen von euch Probleme verursacht. Wir müssen die alle einzeln löschen. Da gehe ich jetzt wieder in meinen Thief Gold Ordner und fange mal an. Zum Beispiel mit Strings. Ah, jetzt bin ich verrutscht. Die Datei Strings. Die löschen wir raus. Und holen die aus dem Patch-Ordner hier raus. Die neue Strings-Datei. Die kopiert ihr einfach da rein. Und so geht es weiter. Jetzt kommt die Datei Books.
Die Reihenfolge ist egal, wie ihr das macht. Und wir holen die neue Datei Books. Einfach reinkopiert. Und orientiert euch einfach an eurem Patch-Ordner. Da seht ihr, welche Dateien ihr ansetzen müsst. Hier haben wir noch die Datei FAM. Die löschen wir jetzt hier auch raus. Und kopieren die aus dem Patch-Ordner wieder rein. Und es geht immer so weiter. Was haben wir noch? Interface. Jetzt sucht ihr in eurem Ordner die Interface-Datei, löschen und die neue reinkopieren. So, was haben wir noch? Strings haben wir, Interface haben wir, Books, FAM haben wir. SND haben wir noch. Das sind die Sounddateien, so viel kann ich euch verraten. Da sind die deutschen Sprecher drin und so ein Kram. SND ist hier die falsche, die alte, back und die neue reinkopiert. Wir müssen jetzt alles haben außer Textures. Auch die Datei löscht ihr in eurem Spieleordner, die ist hier oben. Und kopiert die neue rein. Jetzt dürften wir soweit alles haben. Genau. Und dann ist hier noch eine Install-Datei. Beim zweiten Teil musste man relativ kompliziert gewisse Pfade angeben. Das seht ihr, habt ihr alles in einem anderen Video von mir gesehen. Oder könnt ihr euch noch angucken. Das ist hier aber nicht nötig, habe ich herausgefunden. Das ist gar nicht nötig. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist erstmal diese Install-Datei hier ignorieren. Die brauchen wir nicht. Die habe ich nur gebraucht, um herauszufinden, wie das geht. Ihr geht hier und sucht im Spielerordner die originale Install-Datei, die ist hier, die öffnet ihr. Dann kommt dieses Fenster. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst Englisch auswählen und da German hinschreiben. Also Deutsch. Und das speichert ihr. Und jetzt habt ihr automatisch das Spiel auf Deutsch gepatcht. Das werde ich euch auch nochmal kurz demonstrieren. Ja, oder ich kann es euch nicht demonstrieren, denn das Ding ist, in dem Zustand, in dem Thief Gold jetzt ist, kann man es noch nicht aufnehmen. Daher machen wir uns gleich an den letzten Schritt, nämlich die Verschönerung und das Aufpatchen auf die neue Version, damit das Spiel spielbar ist auf modernen Rechnern und schöner aussieht. Denn der T-Fix macht das Spiel nicht nur schöner, sondern er sorgt auch dafür, dass ihr es überhaupt erst spielen könnt. Da ist halt dieser New Dark Patch mit drin, was ich euch bei Thief 2 einzeln gezeigt habe, wie man das einzeln umwandelt. Das ist alles in diesem T-Fix drin. Aber ihr könnt mir vertrauen, das Spiel ist jetzt deutlich, ich habe es gerade überprüft. Da steht jetzt Thief Director's Cut. Jetzt brauchen wir den T-Fix, den ihr euch hoffentlich schon runtergeladen habt. Der ist bei mir hier. So, und dem T-Fix, der fragt jetzt, was ihr alles installieren wird. Das hier sind die schöneren Himmel. Das ist das schönere Wasser. Das ist das Enhancement-Pack, was die Objekte schöner und höher aufgelöst macht. Und noch ein paar Texture-Packs, die so ein paar Sachen verbessern, die ich euch alle einzeln gezeigt habe, damals bei Thief 2. Das ist alles hier mit drin und halt auch dieser New Dark-Patch, der dafür sorgt, dass das Spiel überhaupt erst spielbar ist, nicht abstürzt und ihr alle Auflösungen einstellen könnt und was auch immer. Also der Traum eines jeden oldschooligen Thief-Fans ist in diesem Patch für den ersten Teil enthalten. Und dem erzählt ihr jetzt noch, wo ihr das Spiel gespeichert habt. Das ist bei mir hier. Und schön darauf achten, das hat meist einen Unterordner, also nicht den Oberordner angeben, sondern den hier. Da sind alle Dateien drin. Und das sagt ihr jetzt. Und dann kommt noch was Wichtiges. Bei mir war das jedenfalls sehr wichtig. Er fragt jetzt, ob ihr Anti-Analyzing deaktivieren wollt. Und ich übersetze mal, was da steht. Er sagt, ja, wenn ihr eine Onboard-Grafikkarte habt oder eine sehr langsame Grafikkarte. Weil Anti-Analyzing glättet so ein bisschen die Kanten und alles und das hat wohl Hardware-Anforderungen. Also da braucht man eine gute Maschine für. Wo ich mich jetzt aber frage, bei diesem alten Spiel, ein bisschen Anti-Analyzing, ein bisschen Kantenglättung, was da so viel Leistung ziehen soll. Weil, ich kann euch kurz was sagen, ich habe einen modernen Rechner, einen mittelstarken, also keinen Hochleistungsrechner, aber ich spiele so Spiele wie Metro Last Light auf fast vollster Grafik und sowas. Und wenn ich hinein mache, ruckelt das Spiel teilweise richtig derbe. Also, wenn das bei euch auch so ist oder ihr befürchtet, dass es so ist, scheißt auf dieses Anti-Analyzing und sagt, ja, ihr möchtet das ausstellen und gar nicht erst installieren. Weil dann funktioniert das Spiel, wo ich es getestet habe, bei mir relativ problemlos. Und das war's schon, wir sind fertig. Und jetzt kann ich euch die Ergebnisse unserer Arbeit zeigen. Und hier sehen wir, Thief ist in Deutsch. Alles wunderbar, alles funktioniert. Kann man sich nicht beklagen. Wunderbar, Grafik ist aufgehübscht. Das zeige ich euch nochmal. In der ersten Mission ist, ich habe jetzt nicht viel eingestellt, also wenn ihr jetzt auf YouTube nicht viel seht, dann wundert euch nicht, da ist der schöne Himmel. Und ich hatte auch speziell noch einen Kommentar bekommen von wegen, dass eine Userin das probiert hat, eine Zuschauerin von mir, und gesagt hat, ihre Gegenstände im Inventar waren nicht zu sehen. Und schaut mal nach rechts unten, alles wunderbar zu sehen, keine Grafikfehler.
alles lustig pfeifend hier. Und die Sprache ist wunderbar in Deutsch. Also kann man sich nicht beschweren. Hat vollkommen funktioniert. Kann natürlich sein, dass es ähnlich wie bei Civ 2 mal, dreimal im ganzen Spiel vorkommt, dass irgendwas nicht übersetzt wurde, irgendeine Wie Zeile oder steht's? so. Aber bisher sieht es alles so aus, als ob alles wunderbar übersetzt wurde. Ach Mann, wäre trotzdem gut schneller zu sein als Hey! er. Hey, was war das? Ja, das war's auch schon. Mein Video zum Eindeutschen von Thief Gold. Könntet ihr Und vielleicht noch aufhübschen einen und spielbar machen. zweiten Alles in einem Teil? Video. Beim zweiten Teil, wie gesagt, das klappt das bei mir nicht so mit einem ultimativen Patch, der alles auf einmal macht. Mit dem Tougher-Patcher, das klappt bei mir nicht. Daher mache ich es da lieber auf die oldschoolige Methode. Und falls ihr noch Fragen habt oder irgendwas unklar ist, immer rein damit in die Kommentare. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, freue ich mich über Feedback, Daumen hoch, nettes Kommentar, irgendwas. Ja, und wir sehen uns im Let's Play, in anderen Projekten, in anderen Hilfevideos vielleicht wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid und was von euch hören lasst. Bis dann, Leute.